Für die DDR bestritt er 100 Länderspiele. Auf eine herausragende Fußballkarriere konnte der gebürtige Görlitzer zurückblicken. Jetzt heißt es für seine Weggefährten, Freunde und Fans Abschied nehmen. Und auch wir wollen an ihn denken und zurückblicken, liebe Zuschauer. Einer, der Dixi Dörner über Jahrzehnte begleitet hat in Dresden und ihm freundschaftlich verbunden war, ist mein Kollege Uwe Karte. Und ihn begrüße ich jetzt auch vor Ort in Dresden. Uwe, wie ist denn die Nachricht vom Tod Dixi Dörners speziell in Dresden aufgenommen worden? Na, als Schock. Ich meine, viele haben gewusst, dass es eben seit geraumer Zeit nicht besonders gut ging. Und im letzten Jahr hat sich das Ganze in gewisser Weise auch dramatisch zugespitzt, der Gesundheitszustand. Und so war es keine große Überraschung, diese Nachricht an sich. Aber dieser unumstößliche Fakt ist natürlich unheimlich bitter. Und in solchen Stunden bekommt man im Grunde eigentlich auch so richtig mit, was er hier in Dresden für eine Rolle gespielt hat. Ist denn noch etwas Genaueres über die Umstände bekannt? Es ist eine sehr lange und sehr tückische und schwere Krankheit gewesen, die schon vor einigen Jahren sozusagen sich angeschlichen hat bei ihm. Und das wurde im vergangenen Jahr nicht besser. Und ja, ich bin jetzt kein Arzt, bestenfalls nicht strukturmäßiger Sanitäter. Ja, und diese Krankheit hat sozusagen die Oberhand bekommen und er hat den Kampf gegen diese Krankheit verloren. Die große Beliebtheit von Dixi Dörner, die hat man speziell an diesem Tag heute, in den letzten Stunden gespürt, von vielen Seiten. Über den Fußballer sprechen wir gleich, aber was hat ihn als Menschen ausgezeichnet? Naja, er war eigentlich einer, der immer das geblieben ist, was er schon war, als er aus Görlitz 1967 mit 16 Jahren nach Dresden kam. Also einer, der, glaube ich, seine Ruhe haben wollte und es auch geschätzt hat, seine Ruhe zu bekommen und trotzdem sozusagen permanent durch das, was er auf dem Rasen geleistet hat, im Mittelpunkt stand. Und ich glaube, er war schon ein bisschen im Zwiespalt. Ich glaube, auf dem Rasen hat er sehr gerne im Mittelpunkt gestanden. Abseits des Rasens war eben die persönliche Ruhe und der Abstand zu vielen Dingen wichtiger. Wir wollen einen ehemaligen Mitspieler hören. 1980 ist Ralf Minge zur Dresdner Mannschaft gestoßen. Da war Dixi Dörner längst ein großer Name. Heute ist er Sportdirektor beim Halleschen FC und er hat sich wie folgt über Dixi Dörner geäußert. Das hören wir gleich. Uwe, ich höre gerade, genau, es dauert noch einen ganz kleinen Augenblick, deswegen noch an dich die Frage, welche Reaktion hast du vielleicht von Mitstreitern heute aus Dresden schon erhalten? Naja, das ging eigentlich schon in den vergangenen Tagen Schlag auf Schlag und heute tanzte quasi das Telefon natürlich permanent Kasajok, weil natürlich alle sich gemeldet haben, erst wissen wollten, ob das tatsächlich der Wirklichkeit entspricht. Viele haben gefragt, unter welchen Umständen. Dann wurde natürlich auch herausgestellt, wie lange man ihn kannte, wie gut man ihn kannte. Und das drückt eigentlich nur aus, wie bekannt, berühmt er war. Also Dixi Dörner war im Grunde genauso ein Wahrzeichen, wie man es eben als, was weiß ich, für den Zwinger im Prinzip in Anspruch nehmen könnte. Also Dresden war schon, oder Dresden ist leider heute um eine Attraktion ärmer. Und ganz ähnlich äußert sich Ralf Minge, jetzt Sportdirektor beim HFC, aber einst langjähriger Weggefährte von Dixi Dörner. Kann man sich ja vorstellen, wenn man jahrelang zusammen in einer Mannschaft gespielt hat, wenn man auch gerade die letzten Jahre sieht, als er Mitglied des Aufsichtsrats war. Wir hatten ein extrem respektvolles Miteinander und ich glaube, die Achtung voreinander, die ging in beide Richtungen und insofern ist es eine Geschichte, die einen schon unheimlich berührt. Er hat Dynamo Dresden über Jahrzehnte geprägt. Er hat 100 Länderspiele, was in der DDR nur zweien vergönnt war. Ich hatte das Glück, bei seinem 100. Länderspiel mit auf dem Platz zu stehen. Also insofern, erübrigt sich das eigentlich. Den Dixi kannte jedes Kind und das hat er sich hart erarbeitet. Also ich war ja vor meiner aktiven Zeit bei Dynamo
war ich ja mehr oder weniger Fan als, oder als Fan im Stadion. Und ich weiß noch genau, als ich 80 dann die 4 Wochen Probetraining bei Dynamo Dresden hatte, mir ist der Arsch auf Grundeis gegangen. Ich wusste ja gar nicht, kannst du den jetzt duzen oder wie auch immer. Ne? Da war man voller Ehrfurcht, voller Respekt. Und dann hat man über die Jahre gemerkt, Mensch, jetzt bewegt man sich auf Augenhöhe nicht. Dazu war er ganz einfach zu gut. Aber innerhalb einer Mannschaft feiert gemeinsam Erfolge. Ja, große Wertschätzung von Ralf Minge. Ich glaube, das ist deutlich geworden in seinen Worten. Schauen wir mal auf den Fußballer Dixi Dörner-Uwe. Auf dem Platz hat er eine Position begleitet, die es heute eigentlich gar nicht mehr gibt. Also hat er mit seiner modernen Interpretation der Libero-Position, hat er da eine Ära geprägt? War er seiner Zeit vielleicht auch voraus damit? Schon, wenn man den heutigen Fußball sieht und vergleicht, kann man das schon so sehen. Also erstens mal hatte er unglaubliche Fähigkeiten. Er hat ja auch begonnen sozusagen bei Dynamo Dresden als Mittelstürmer. Er war auch bei diesem berühmten UEFA-Turnier 1969, wo sein Stern aufging. Er wurde damals als bester Spieler geehrt. Die DDR verlor das Endspiel gegen Bulgarien damals nur durch Losentscheid. Das gab es noch vor dem Elfmeterschießen. Da war er bei diesem Turnier gemeldet als zweiter Torhüter, weil diese gemeldeten Karten damals noch nicht so groß waren. Also das zeigt erstmal seine unglaubliche Vielfalt an Fähigkeiten und diese Position des Liberos, die er ab November 1970 gespielt hat, im Europapokal zum ersten Mal gegen Leeds United, die entsprach so seinem Gefühl als Fußballer. Er war sozusagen bei Dynamo der Freigeist und hat sozusagen frei heraus von hinten das Spiel gelenkt, geleitet, organisiert und ist mit in die Spitze gestoßen, wie es damals hieß, und hat sozusagen immer für Überzahl im Mittelfeld oder auch im Angriff gesorgt. Doppelpass, Außenristpässe, also diesem Mann zuzugucken, war immer ein Genuss. Ich weiß noch, Anfang der 90er Jahre bin ich wirklich ab und an mal zum Training der Dynamo Oldies, nur um Dixi bei diesem Training zuzugucken. Also da war er schon 40, 45 Jahre alt und es war immer noch ein Genuss. Freigeist, Dixi Dörner, der freie Mann, der Vergleich mit Franz Beckenbauer, der drängte sich förmlich auf. Er wurde oft als Beckenbauer des Ostens bezeichnet, aber dieser Titel, der war ihm, glaube ich, gar nicht so recht, oder? Nein, also anfangs fühlte er sich natürlich geehrt. Das muss man natürlich in der Zeit sehen. Da war er 22 und wurde deutschlandweit bekannt und in Dresden vielleicht sogar berühmt durch diese Spiele. Die Mannschaft darf man nicht vergessen, schied sozusagen gegen Bayern München sensationell knapp aus, aber es sind zwei Wahnsinnsspiele gewesen. Und die Wertschätzung damals konnte nicht größer sein. Dynamo Dresden wurde zur Mannschaft des Jahres in der DDR gewählt, also wo man Dutzende Olympiasieger, Weltmeister, Europameister hatte, ist eigentlich eine Mannschaft, die ausgeschieden war, nur aufgrund ihres Auftretens diese Ehrung zuteil geworden. Und später hat er schon gemerkt, dass er diesem Vergleich gar nicht gerecht werden kann und vielleicht auch gar nicht gerecht werden will, weil also in der DDR hatte es zumindest offiziell ja keine Stars zu geben und schon gar keine Fußballer, die eigentlich nebenbei noch Geschäftsleute und erfolgreiche Geschäftsleute waren, wie es ein Franz Beckenbauer war. Und insofern hat er sich natürlich mit zunehmendem Lebensalter immer mehr von diesem Beinamen distanziert. Und ja, man muss eigentlich auch mal sagen, es wird dem Ostfußball im Grunde auch nicht gerecht, weil in der alten Bundesrepublik wäre ja auch niemand auf die Idee gekommen, dass Beckenbauer der Dörner des Westens ist. Also es war ja im Grunde nur ein Ergebnis dieser absurden Betrachtung, dass sozusagen der Osten immer in den Westen geguckt hat, aber der Westen nie in den Osten. Und insofern war es eigentlich auch eine Schablone für ihn, in die er nicht mehr reingepresst werden wollte. An Welt- und Europameisterschaften hat er nicht teilgenommen in seiner Fußballkarriere, oft auch krankheitsbedingt. Aber dafür schlug bei Olympia seine große Stunde 1976 in Montreal. Da führte Dixi Dörner die DDR-Auswahl zum Olympiasieg, erzielte 4 Tore im Turnier. Ja, und das ist bis heute noch die einzige deutsche Olympiamedaille für deutsche Fußballer. Wurde dieser Erfolg, Uwe, denn eigentlich genug wertgeschätzt?
Naja, ich hatte das Vergnügen, 40 Jahre später über diesen Erfolg ein Buch zu machen. Und da war er sozusagen mein Hauptdarsteller. Ich hatte ihn gefragt, er sagte, na klar, machen wir sofort. Und dann haben wir gemeinsam mit seinen Mitstreitern versucht, diesen Triumph, wie gesagt, nach 4 Jahrzehnten aufzuarbeiten. Und da haben wir natürlich auch begonnen mit der vermeintlichen WM-Teilnahme 74, die er verpasst hatte durch eine krankheitsbedingte Absage. Also er hatte Gelbsucht. Und hat sozusagen zwar am Rande von Berlin in einem Krankenhaus Bundesliga gucken können, aber die WM auch nur als TV-Zuschauer irgendwo erlebt. Und das hat sich so oft durch sein Fußballerleben geschlichen, dass ihm oftmals so ein bisschen Spielglück oder Ansetzungsglück gefehlt hat. Und insofern war ihm dieser Olympiasieg 76 nur zu gönnen. Also er war wirklich dort Anführer, er war Torschütze, er war Abwehrchef, er hat das genossen. Also das war der Sommer seines Lebens. Und es war der Erfolg seines Lebens. Und diesen Erfolg hätte es ohne Dixi Dörner in dieser bestechenden Form damals auch nicht gegeben. Und insofern war das wohltuend, ihn zu erleben, wie er sozusagen mit diesen Erinnerungen regelrecht aufblühte. Und Dixi konnte ja auch mitunter sehr schweigsam sein. Aber dort hatten wir wunderbare Stunden und einen wunderbaren Austausch gehabt. Und ja, unvergesslich. Das bleibt natürlich auch klar. Unvergesslich natürlich auch Momente im Europapokal. Und du hast das fehlende Glück angesprochen. Es gab natürlich die großen Duelle gegen Ajax oder Juventus oder Bayern München. Aber natürlich bleibt auch ja diese Jahrhundertniederlage gegen Uerdingen im Gedächtnis, dieses 7:3. Das war auch sein letztes Spiel, sein Abschied im Europapokal. Hat ihn dieses Ergebnis, dieser Moment noch lange begleitet? Natürlich. Wir haben erst im vergangenen Jahr darüber gesprochen. Und er hat es eigentlich ungern gemacht. Das hat er auch zugegeben. Er hat gesagt, ich spreche nicht gern über dieses Spiel. Aber er weiß natürlich um die Bedeutung dieser deutsch-deutschen Auseinandersetzung, irgendwann sogar zum Jahrhundertspiel gewählt. Und er weiß auch, unter welchen Umständen dieses 3:7 zustande gekommen ist. Und es ist ja eine Mischung aus nicht erklärbar und durchaus verschiedenen objektiven Ursachen. Und wir haben das aus einem ganz anderen Blickwinkel im vergangenen Jahr nochmal aufgerollt. Und ich bin aus der heutigen Sicht dankbar, ihn nochmal, damals ging es ihm gerade relativ gut, sozusagen noch einmal Stunden mit ihm verbringen zu können, weil das war, wie gesagt, in den letzten Jahren nicht ganz so einfach. Und ja, Uerdingen, das sind so Geschichten, die ziehen sich durch seine Karriere. Lass mich vielleicht bloß noch hinzufügen, ein wunderbares Beispiel ist auch sein 100. Länderspiel. Also Joachim Streich in Magdeburg hat ja bekanntlich 102 Mal das Trikot getragen und durfte sein 100. im Wembley-Stadion machen. Das ist ja eine Laune des Schicksals oder ein Zufall oder ein Glück oder wie auch immer. Und Dixi hatte eben sein 100. Länderspiel in Babelsberg im Kalibnitz-Stadion gegen Luxemburg machen müssen, muss man da ja fast sagen, und da einen Zinnbecher und 3 rote Nelken bekommen. Und das sind so die Merkmale, wo man ihm einfach einen tollen Gegner gewünscht hätte. Frankreich, was es ja auch gab, oder Italien oder Spanien oder keine Ahnung was, um es sozusagen ihm würdig zu machen. Uwe, abschließend noch, sein Herz schlug natürlich sein Leben lang schwarz-gelb. Er war ja auch Mitglied des Aufsichtsrats. Was konnte er da gestalten und bewirken und Einfluss nehmen? Naja, ich glaube, auf der einen Seite hat er sich gefreut, in diesem neuen Stadion zu sitzen. Man hatte ja bis 2006 in Dresden nicht unbedingt das Gefühl, dass es jemals wieder großen, tollen und erfolgreichen Fußball geben wird in einer angemessenen Kulisse. Und dieses Stadion, das hat ihm schon gefallen, was da jetzt an der Lenné-Straße steht. Und er hat sich auch gefreut über die Aufstiege in die zweite Liga, die es ja seitdem mehrfach gegeben hat. Aber er hat auch sehr gelitten und er hat auch gewusst, dass es die Bedingungen, unter denen Dynamo Dresden im Prinzip, also weit, weit nach seiner Karriere, nicht unbedingt leicht hat, seinen Platz zu finden. Und der Abstand zur Bundesliga ist ja jetzt in den letzten Jahrzehnten nicht kleiner geworden. Und insofern war er auch dort ein bisschen, naja, im Zwiespalt, weil er gehofft hat und die Daumen gedrückt hat, vielleicht noch das Europapokalspiel 99 und 100 zu erleben in der Vereinsgeschichte. Aber auf der zweiten Seite war er natürlich vom Verstand geprägt, auch zu wissen, dass die zweite Liga momentan vermutlich das ist, was Dresden leisten kann.
Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Uwe, an dich. Grüße nach Dresden. Man hat gesehen, wie eng ihr verbunden wart. Danke für die Momente und Einschätzungen, die du mit uns geteilt hast. Ja, alles Gute weiterhin und wir hören jetzt.